Dieser spontane Wintereinbruch sollte jetzt endlich vorbei sein. Sowas hatte ich schon lange nicht mehr erfahren, dass es mal wirklich so richtig kalt geworden ist. Jedenfalls habe ich mir eine Woche eine Auszeit sozusagen gegönnt, einen neuen Haarschnitt auch bekommen, obwohl die Friseure geschlossen sind. Und das Schöne am Homeoffice ist, dass man sich auch gut um die Jungpflanzen kümmern kann und hier ein bisschen im Garten beobachten kann, was sich hier eigentlich alles so abspielt und wie auch einige Pflanzen gut mit der Kälte auskommen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und hier in den Hochbeeten habe ich, kurz bevor der spontane Winter eingebrochen ist, habe ich diese eine Glasscheibe draufgelegt. Und da habe ich Radieschen ausgesät. Und ich denke, da kann man vielleicht ein paar Sämchen sehen. Hier. Und die sollten eigentlich die Kälte gut überstanden haben. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben Bohnen mal bei minus 5 Grad draußen hängen lassen. Ich und mein Vater haben die dann abgeerntet und geschaut, welche gut sind. Also wenn Bohnen nicht ganz reif sind, dann werden sie zu Matsch beim Frost. Und wenn sie voll reif sind, dann halten sie sowas in der Regel aus. Und das dürfte normalerweise auch für jede Art von Samen gelten, weil ich meine, so Kürbissamen, Tomatensamen, Gurkensamen, die gehen immer wieder spontan in den Beeten auf oder Salatsamen. Also solange die noch nicht gekeimt sind, kleine Wurzel gebildet haben, sollte das auch kein Problem sein. Das können wir jetzt auch gleich hier in dem Hochbeet sehen. Also hopp, hier kann man jetzt zum Beispiel ein kleines Radieschen-Sämchen sehen. Das ist hier aufgegangen und wir hatten minus 17 Grad. Da habe ich halt hier diese Scheibe drauf gemacht und ist warm genug geblieben. Also sollte normalerweise der Radieschen-Aussaat nichts im Weg gestanden haben. Und was ich jetzt gerade herausgefunden habe, hier unten, hier haben meine Eltern mal Blütenzwiebeln rausgesteckt und den hat die Kälte überhaupt nicht interessiert. Also da treiben jetzt noch einige weiter aus. Was ich sehr interessant finde, sind doch die Fußspuren hier im Garten im Schnee. Also zum Beispiel haben wir hier einige Katzen, die hier rumlaufen. Das sind überwiegend alle vom Nachbarn. Also wir sind ringsrum, wir haben 5 Nachbarn, fast jeder hat eine Katze, laufen alle bei uns im Garten rum, weil hier so ziemlich alles frei ist. Hier, wir haben nicht eingezäunt und sehr viele Vögel treiben auch hier ihr Wesen hier im Garten, laufen auch ein bisschen rum. Ich habe zum Beispiel da vorne, und dann weiter vorzoome, da auf dem Boden zum Beispiel, da habe ich ein paar Samen verschiedener Arten, also Sonnenblumen, Kürbiskerne, Sesamsamen. Da in einem Topf sind auch ein paar Sämchen für die Vögelchen. Da haben sie sich schon ein bisschen bedient. Beobachte ich immer wieder gerne, dass da Raben, Meisen und was weiß ich für Vögel da überall rumfliegen. Die haben auch schon da dieses Vogelhäuschen entdeckt. Also da habe ich schon immer mehr Meisen entdeckt, die da in einem Baum rumfliegen, rumspringen und auch schon das Häuschen entdeckt haben. Also gestern zum Beispiel, da habe ich 10 Meisen entdeckt. Leider habe ich keine Aufnahme davon gemacht, weil ich das einfach nur anschauen wollte. Einfach sein lassen. Hier im Mini-Hochbeet, Winterportulak. Ein super Wintersalat, wie ich finde, neben einem Feldsalat. Extrem winterhart und ja, selbst die Kälte hat den überhaupt nichts ausgemacht. Hier im Gewächshaus wachsen die etwas kältetoleranteren Pflanzen, wie zum Beispiel Salat, Zwiebeln, Kohlrabi und verschiedene weitere Kohlsorten. Fenchel kann man auch ein bisschen sehen. Und rote Beete gehört natürlich auch dazu. Ein bisschen Petersilie hat mir jetzt so mehr oder weniger die Zeit auch genommen, sie auch immer wieder reingetragen bei extremer Kälte. Also über den Tag habe ich sie dann wieder reingestellt und dann wieder raus, weil sonst wären die auch zerfroren. Und was ich jetzt überwiegend gemacht habe, ist neue Salatpflanzen habe ich jetzt gerade eben pikiert.
Also wichtig bei Salat ist, dass der ja etwas höher gesetzt werden möchte, also nicht zu tief setzen. Das mag der Salat eher weniger. Da fängt er auch an zu schimmen, deswegen setze ich den auch ein bisschen höher, wenn ich den von der Pikiererei oder von der Anzuchtschale nehme und einen extra separaten Topf reinsetze. Und dann habe ich auch noch Fenchel, auch pikiert, und der mag's, oder der sollte vielleicht auch ein bisschen höher pikiert werden, beziehungsweise sollte als in der Anzuchtschale, also nicht tiefer, weil er natürlich die Knolle etwas weiter nach oben bildet, und wenn man den zu tief reinsetzt, dann ist er natürlich da, wo die Knolle entstehen soll, entsteht er dann, wenn das zu nah in der Erde ist oder unter der Erde, dann bildet sich natürlich keine Knolle aus. Außer man möchte natürlich das Grünzeug haben, kann man auch machen, oder auch für Bienen. Also Fenchel ist wirklich eine super Pflanze, wenn die blüht, da kommen Schwebfliegen ohne Ende, und das ist recht schön anzuschauen. Das hier ist jetzt ein Kohlrabi, die habe ich auch die letzte Zeit mitpikiert, und im Vergleich zum Salat und Fenchel, die etwas höher gesetzt werden sollten, kann man Kohlrabi oder auch andere Kohlsorten etwas tiefer reinsetzen, also mit dem Stiel. Das macht denen wenig aus. Dazu zählt natürlich auch Paprika, Chili, Tomaten, Auberginen auch. Die setze ich auch immer ein bisschen tiefer als in der Anzuchtschale sind. Also zum Beispiel Tomaten bilden natürlich ihre Seitenwurzel am Stamm. Da werden sie noch kräftiger, und die habe ich jetzt auch schon Mitte Februar ausgesät, weil ich natürlich auch Folientunnel und Gewächshaus habe, damit ich die schon im April raussetzen kann. Aber wie gesagt, hier wieder auf eigene Verantwortung. Und sonst, was ich drinnen gemacht habe bei meiner Anzuchtstation: Paprika, Chili und Auberginen pikiert. Aber das möchte ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Ist ja das gleiche wie hier bei den Pflanzen. Einfach aus der Schale oder aus den Quickpots rausnehmen, in die Erde rein und das Angießen natürlich nicht vergessen, damit die Wurzeln mit der Erde sich wieder verbinden und die ordentlich wachsen können und sich von dem gewissen Stress vom Pikieren auch erholen können. Das war jetzt ein kleines Update von der extremen Kälte. Jetzt schaue ich einfach mal, lass es ein bisschen den Schnee abtrocknen und tauen, dass ich dann einfach mal im Schrebergarten schaue und auch hier nach den Reben und den Bäumen, wie die extreme Kälte mitgenommen haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie das auch überstanden haben. Ich meine, der Schnee, der isoliert auch sehr gut, und dann habe ich noch Vlies und Schutzhauben über die entsprechenden Pflanzen gesetzt. Also von dem her sollten sie es dann auch recht gut überstanden haben, weil es ja auch nicht permanent minus 15 Grad gewesen ist, sondern immer nur in der Nacht über. Und dann hat es am Tag so minus 8 oder 9 gehabt. Auch nicht immer. Sollte von dem her auch gut passen. Aber in diesem Sinne, wenn euch das Video auch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und nicht dabei vergessen, auf die Glocke zu drücken, weil ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt, damit ja sich das Peace-Projekt sozusagen immer weiter verbreitet. Freut mich natürlich auch immer wieder sehr. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten, damit ich mein Homeoffice hier weiter betreiben kann, findet ihr unten in der Videobeschreibung und natürlich auch auf meiner Webseite unter Unterstützung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und hoffentlich kommt jetzt der Frühling, damit wir alle gemeinsam mehr in der Natur machen können. In diesem Sinne, genießt die wunderbare und schöne Zeit, und bis zum nächsten Mal hier im Peace-Projekt.